Wie weit ist München von den Alpen entfernt? Auf diesem Bild hier sieht es ganz schön nah aus. Dafür ist der Alpenföhn verantwortlich. Aber was ist dieser Föhn überhaupt? Wie entsteht er? Ich bin Lena aus dem TerraX Plus Team. Und bei der Recherche dachte ich, ja easy, das habe ich in der Schule gelernt. Aber nee, der Föhn ist und bleibt für die Wissenschaft ein kleines Mysterium. Diese vorherrschende Erklärung hier kennt ihr vielleicht aus der Schule. Aber sie ist nicht immer richtig. In diesem Video nehmen wir sie einmal unter die Lupe. Mal ganz von vorne. Was ist eigentlich dieses Wetterphänomen Föhn? Dabei meine ich nicht den Haartrockner. Obwohl, es gibt da durchaus einen Zusammenhang. Oft wird der Föhn wie folgt beschrieben. Ein warmer, trockener Fallwind, der zum Beispiel an einer Seite eines Gebirges hinabströmt. In etwa dann so. Der Haartrockner wurde deshalb auch nach dem Föhnwind benannt. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir heute ganz genau erklären können, wie der hier funktioniert. Bei dem Wetterphänomen sieht das allerdings anders aus. Bis heute existiert in der Wissenschaft noch keine einheitliche Definition des Föhns. Wetterexperten und Expertinnen sprechen daher auch oft von föhnähnlichen Winden oder Föhnwetterlagen, ohne sich wirklich einig zu sein, was Föhn eigentlich bedeutet. Aber was wir wissen, besonders bei Föhnwetterlagen, aber auch bei klarem Wetter, wirken die Berge viel näher, wie hier auf diesem Foto, aufgenommen in München. Es sieht so aus, als ob München eine Stadt direkt an den Bergen ist. Doch die Berge sind über 50 Kilometer weit entfernt. Wurde das Foto bearbeitet? Nein. Die Luft des Föhns ist sehr trocken und sauber. Dadurch ist sie klar und das Sonnenlicht kann besser durchkommen. Unser Gehirn denkt dann, die Berge sind näher und auch größer. Eine optische Täuschung also. Was wir noch wissen, das Wetterphänomen Föhn kann selbst im tiefsten Winter für frühlingshafte Temperaturen sorgen. Wie im Voralpenland zum Beispiel. Was wir nicht immer wissen, wie er entsteht. Und das macht auch die Definition so schwer. In zahlreichen Studien sucht die Wissenschaft schon seit über 150 Jahren nach Erklärungen. Dabei stellt sie sich folgende Fragen. Woher kommt die trockene Luft, die den Berg hinabströmt? Und warum ist sie so warm, dass wir im Winter manchmal im T-Shirt rumlaufen können? Im 19. Jahrhundert etablierte sich dann mit diesem Schaubild die vermeintliche Antwort auf beide Fragen. Die sogenannte thermodynamische Erklärung. Sie basiert auf diesem Schaubild und heißt auch klassische Föhntheorie oder auch Lehrbuchtheorie. Warum? Weil diese Erklärung in vielen Schul- und Lehrbüchern steht. Wir erklären sie nochmal in vereinfachter Form. Dazu springen wir auf die sogenannte Luv-Seite eines Gebirges. Luv bedeutet dem Wind zugewandt. Feuchte Luftmassen strömen auf den Berg zu und steigen auf, denn der Berg ist im Weg. Beim Aufsteigen kühlen sie ab. Kalte Luft kann aber weniger Feuchtigkeit speichern als warme. Das führt dann dazu, dass die Feuchtigkeit kondensiert. Es bilden sich viele kleine Tropfen und Wolken entstehen. Um den Berg zu überwinden, müssen sie also weiter aufsteigen. Das können sie, indem sie abregnen. Der sogenannte Steigungsregen. Nach dem Regen ist die anfangs feuchte Luftmasse dann abgekühlt, trocken und leicht. Und so kommt sie über den Berg. Auf der Lee-Seite des Berges, der windabgewandten Seite, sinkt das Luftpaket hangabwärts und erwärmt sich dabei. Warum? Das hat etwas mit den Luftdruckunterschieden zu tun. Der Luftdruck am Boden ist generell höher als oben auf dem Berg. Deshalb könnt ihr beim Wandern auf einem Gipfel auch immer schwerer atmen, weil die Luft dünn ist. Die Luftmasse, die über den Berg gekommen ist, sinkt also in eine Luftschicht mit hohem Druck. Dabei wird sie zusammengedrückt und das erzeugt die Wärme. Quasi so, wie wenn du deinen Fahrradreifen aufpumpst. Dann ist im Inneren der Luftdruck auch höher als außen. In der Physik nennt man das Kompression. Klingt logisch, oder? Aber was viele nicht wissen, oft regnet es gar nicht auf der Luv-Seite. Diese Theorie ist also nicht immer zutreffend. Das hat man eigentlich schon rausgefunden, als die Theorie entstanden ist. Und trotzdem wird sie immer und immer abgedruckt. Und es scheint oft so, als wäre das die Erklärung. Wenn es vorher also nicht regnet, woher kommt dann die trockene Luft? Und warum soll die trockene, leichte Luft eigentlich absinken? Das können wir mit einer anderen Theorie erklären, die aber nicht so bekannt ist. Die hydraulische Theorie. Hydraulisch bedeutet, in Analogie zu fließendem Wasser. Man geht hier also davon aus, dass sich die Luftmassen wie Wasser verhalten.
Demnach befindet sich auf der Luv-Seite eine feuchte Luftmasse, die gegen den Berg gedrückt wird. Sie steigt aber nicht auf, sondern bleibt unten gefangen und wird von der Schicht darüber blockiert. Denn oben drüber liegt eine trockene, wärmere Luftmasse, die irgendwann über den Berggipfel strömt. Ich habe hier mal was vorbereitet. Das hier ist die Lee-Seite. Und das die Luv-Seite. Und das hier ist unser Berg. Auf der Luv-Seite seht ihr hier unten eine grüne Schicht. Das ist die feuchte Luftschicht, die unten gefangen ist und nicht aufsteigen kann. Oben drüber, in dem Fall das Wasser, ist die trockene Luftschicht. Und wenn jetzt immer mehr trockene Luft dazukommt, wenn ich das jetzt hier so gieße, strömt sie irgendwann einfach über den Berg. Und dann entstehen auf der anderen Seite hier Verwirbelungen. Und so, wie sich das Wasser hier verhält, verhält sich die Luft auch beim Föhn. Ein anderes Beispiel ist ein Bach. Liegen Steine im Weg des Wassers, strömt es darüber und Wellen entstehen. Übertragen wir das jetzt wieder auf unsere Luft, entstehen Luftwirbel und Wellen, die die trockene Luft nach und nach Richtung Boden transportieren. Durch die Wellen bilden sich dann diese linsenförmigen Wolken. Das sind sogenannte Lenticularis-Wolken. Wie sie entstehen? Strömt die Luft nach unten ins Wellental, erwärmt sie sich. Wenn die Luft aber entlang der Welle wieder ein wenig aufsteigt, kühlt sie ab und kondensiert an dieser Stelle. Das sind dann die Linsenwolken. Die Alpen sind aber nicht das einzige Gebirge, bei dem föhnartige Winde auftreten. Diese trockenen Fallwinde gibt es an jedem Gebirge der Welt. Sie haben meist regionale Namen. An der Ostseite der Rocky Mountains ist es der Chinook und in Südkalifornien der Santa Ana Wind. Und teilweise sind das richtige Stürme. Auch heute, mit den besten Messmethoden, ist es im 21. Jahrhundert immer noch nicht möglich, den Föhn vollständig zu erklären. Aber zumindest geben uns die thermodynamische und die hydraulische Theorie ein Grundverständnis davon, wie der Föhn funktioniert. Trotzdem spielen dabei viele Prozesse eine Rolle und die sind von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit immer unterschiedlich. Wo und wann habt ihr schon mal den Föhn erlebt? Und nein, ich meine nicht den hier. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst.